Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, ich hoffe, Sie freuen sich genauso wie wir und warten drauf, was heute passiert in unserer 10-Euro-Überraschungsshow. Ja, eins ist schon mal sicher, egal was kommt in der nächsten halben Stunde, es ist für Sie, für diese Sendung auf 10 Euro herunter reduziert. Schnell sein, wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent und Sie dürfen auch jedes einzelne Produkt, wenn wir nichts anderes sagen, bis zu 5-mal bestellen. Was dran kommt, das ist eben das Spannende. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass da links von uns, aus ihrer Sicht rechts, zwei junge, hübsche Damen stehen und die werden das Geheimnis lüften. Möchten wir sie holen? Aber gerne doch, dann buzzern wir mal. Und da sind Merve und Diana mit unseren Produkten, die für Sie auf 10 Euro reduziert sind. Kriege ich gleich. Hallo. Den großen Karton von dir. Du bist aber so gut zu mir. Vielen Dank. Oha, da ist aber irgendwas aus mehreren Teilen drin, glaube ich. Wow. Ich traue mich nicht zu schütteln. Nein. Nee, es ist ein Teil, aber wow. Ein sehr, sehr schönes gleich dazu. Aber das sind aber die LED-Varianten, oder? Richtig. Ja? Genau. Diese Sturmlampen, die finde ich großartig. Oh, schau mal dahin. Mal, schau mal, wie das hell. Sieht aus wie eine Fackel. Wow. Sieht wie echte. Also es ist eine LED-Sturmlampe mit Flammeneffekt. Ich habe ja so, Carsten, du weißt es, ich habe so eine Lampe zu Hause, aber ich habe schon eine normale LED. Ja. Die sind ja fantastisch. Das finde ich schön. Kennst du das Lied? Ja. Wow. Alle zusammen. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. War das nicht am 11.11.? Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich denke jetzt an den Sommer, an den Frühling. Und ich muss sagen, das sieht ja wirklich aus, als würde es, also vom Flackern her, als würde es wirklich brennen, als wäre da eine Flamme drin. Ich finde das faszinierend. Und das für 10 Euro, der Wahnsinn. Also es finde ich sehr beeindruckend, was natürlich hier auch noch mal diesen Effekt unterstreicht, ist diese Milchglasoptik hier. In diesem, ich glaube, es ist sogar echtes Glas, oder? Wenn ich hier mal anlange. Ja, und vor allem echt Metall, also kein Plastikbomber. Ja, und hier schreibt uns auch Tina aus Berlin. Die Laterne sieht toll aus und leuchtet wie eine echte mit Öl. Ich habe sie in einer Gartenlaube im Einsatz. Ich glaube, die macht überall eine gute Figur. Das ist in der Tat. Zum Hinstellen oder zum Hinhängen sicherlich eine wunderschöne Deko. Für innen oder vielleicht auch mal für den geschützten Außenbereich, vielleicht auch mal im Sommer, wenn man jetzt mal wieder so an den Sommer denkt. Und das tue ich in letzter Zeit genauso gerne wie der Ralf. Mal draußen auf den Terrassentisch oder auf den. Du weißt, ich habe meine auf unserem runden Tisch. Da steht sie drauf und dann, das sieht schon toll aus. Aber die ist ja noch mal eine Klasse besser. Und ich habe für meine mehr bezahlt als 10 Euro. Im Garten einfach mal so einen Weg mit diesen schönen Laternen machen. Mhm. Ich finde, das sieht super stylisch aus. Also das ist keine Preisalarm. Das bedeutet, Sie können bis 5-mal bestellen. Das, ich glaube, warum nicht? Ja, und das sieht so gemütlich bei dir immer, Ralf, wenn wir machen. Nochmal, das schlägt das. Ich habe eine ganz normale Lampe, also die leuchtet. Die ist auch wunderschön. Also ich möchte die nicht schmälern, aber jetzt sehe ich die, jetzt will ich bei die dir haben. Sieht auch gut. Also ich schenke sie dir. Oh, das ist aber lieb von dir. Zum Valentinstag. Ja, zum Valentinstag. Für uns Liebenden. Oh, sehr gemütlich. Ist das schön. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. Das ist die NX3133 und die 569. Unverbindliche Preisempfehlung hier übrigens. 40 Euro für eine solche Lampe. Und das ist der Wahnsinn. LED-Sturmlaterne mit Flammeneffekt. Nochmal die Bestellnummer NX3133 und die 569. Und ich bin jetzt richtig unruhig. Bitte lassen Sie mir mindestens eine übrig, wenn Sie jetzt anrufen und bestellen, weil ich will mir gleich nach der Sendung noch eine schnappen. Also ich finde die wunderschön. Die ist wirklich fantastisch. Ja. Also meine Ich finde, das Bild gerade wird diesem Leuchtschimmer der Lampe nicht ganz gerecht. Ist da so ein bisschen gelblich. Ich fand es hier mehr so ein bisschen in so dieses Flackern war sehr schön. Ja. Und dieses Flackern, unglaublich. Ja. Also außergewöhnlich. Für 10 Euro definitiv eine absolute Empfehlung. Und wir schauen mal, in welchen Bereich unserer Produktkategorien wir jetzt gehen mit dem nächsten Artikel in unserer 5-Euro-Überraschungsshow. Vielen Dank. Bitteschön. Was packen wir aus, Merve? Oh, das ist was ganz Interessantes. Weißt du, irgendwas Grünes? Also es müsste ein Fünfer-Set sein, wenn ich mich nicht irre. Es ist grün und es wackelt. Das sind Kühlschrankeinlagen. Und die kann man zuschneiden und die haben unglaublichen, erstens mal sind sie antibakteriell. Das heißt, du machst deinen Kühlschrank viel hygienischer. Ja. Und wenn ich mich nicht irre, binden sie auch Wasser und Feuchtigkeit. Aber du hast den schlauen Zettelkasten. So, Schutz vor Keimen und vor unangenehmen Gerüchen, antibakterielles Material. Richtig. Lebensmittel bleiben länger frisch. Matten absorbieren. Ethylengas absorbieren Feuchtigkeit gegen Staunässe, Eisbildung und logischerweise auch gegen Schimmel.
Das alleine sorgt ja schon dafür, dass Lebensmittel sicherlich mal etwas länger haltbar bleiben als in einem klassischen Kühlschrank. Aber eben auch für Frischhaltedosen geeignet, für Obstkörbe, für Schüsseln und natürlich auch mal für den Lebensmittelschrank. Also das ist etwas, was man vielleicht wirklich mal in verschiedenste Bereiche des täglichen Lebens einsortieren sollte. Und du hast recht, es ist ein Fünfer-Set. Fünfer-Set, wow. Und das ist zuschneidbar. Also deshalb habe ich jetzt das Kleine, es sind alle diese Großen. Aber man kann das einfach mit der Schere auf diese Größe zuschneiden, die man braucht, ob im Kühlschrank oder, du hast gesagt vorhin, überall, wo Lebensmittel reinkommen, ja, diese Matte, ja, drunter. Es ist unglaublich. Übrigens, im Kühlschrank bleiben Lebensmittel auch länger frisch. Das heißt, man spart bares Geld, weil man unterm Strich weniger wegwerfen muss. Richtig, ja, ganz genau. Sehr clever. Und gefrierter Kühlschrank auch, kann ich das nutzen? Also im Gefrierschrank? Im Gefrierschrank müsste auch gehen, ja. Aber da ist ja kein so Risiko, da riecht ja nichts, weil es gefroren ist. Also kann man mit Sicherheit auch, aber ich würde es eben in Lagerräumen auch, vielleicht haben Sie so einen Vorratskeller, aber vor allem im Kühlschrank verwenden, da sehen Sie es. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass plötzlich Feuchtigkeit im Kühlschrank steht. Das wird hiermit auch vermieden. Schimmelgefahr wird vermieden und auch gerüchebindend und das antibakteriell, das halte ich heutzutage sowieso für sehr, sehr wichtig. Die Elena hat noch eine sehr interessante Beobachtung gemacht. Liebe Grüße nach Hamburg. Die schreibt uns nämlich, konnte den Kühlschrank schon um 2 Stufen zurückstellen. Es scheint besser zu kühlen, seitdem die Matten dort ausgelegt wurden. Ist die Meinung von Elena aus Hamburg. Vielleicht probieren Sie es mal aus. Mhm. Und der Timo aus Berlin ergänzt noch, diese Matte für den Kühlschrank ist einfach klasse. Sie sind rutschfest und selbst Gerüche verschwinden nahezu ganz, vor allem vom Käse. Ja, wenn du so ein schönes Stück Käse im Kühlschrank hast, machst du die Tür auf, da denkst du, holla, was ist denn hier passiert? Ja, je mehr es stinkt, desto besser schmeckt er. Ja, so harzer Käse mit Musik. Weißt du eigentlich, was die Musik ist? Habe ich mir neulich sagen lassen. Harzer Käse mit Musik, Musik ist mit Zwiebeln. Ja? Ah, oh ja. Ja. Du weißt, das ist eine perfekte Kombination. Schönen Abend noch, Freunde. Mhm. Ja. NX5705 und die 569. NX5705 und die 569. So, harzer Käse mit Musik. Du, aber gerade wenn, aber du weniger, schmeckt es auch, wenn die Lebensmittel länger haltbar werden, dann refinanzieren sich doch diese Matten innerhalb kürzester Zeit. Ja, also 5 Matten. Dankeschön, Merve. Dankeschön. 5 Matten für 10 Euro, was? Also Stück 2 Euro. Jetzt geht's weiter mit einem Handy. Nein, ein Handy gibt es nicht für 10 Euro. Spaß. So, aber was ganz anderes Tolles. Ich finde das schön. Ist das dieser Magnetladestecker? Richtig. Und zwar... Oh ja, der ist klasse. Es ist ein Ladekabel mit dem Magnetadapter. Und zwar mit Lightning, Micro-USB und Typ C, also USB-C. Für jedes gängige Handy ist der Adapter dabei. Und das heißt, du musst nicht mehr stecken. Du lässt einfach... das geht einfach magnetisch. Das bleibt drin, egal welcher Anschluss. Was hast du? Du hast Lightning, oder? Ja. Lightning-Anschluss. Und da musst du ja auch immer reinstecken. Ja? Und das ist oftmals nicht so einfach. Mit dem Magnet geht es von ganz allein. Kannst du das mal anschauen? Ich habe also hier zum einen haben wir den Stecker im unteren Teil geschützt, vor Staub, vor Nässe, vor allem, was man da nicht haben möchte. Und jetzt habe ich hier das Kabel. Normalerweise müsste man jetzt hier den Stecker in das Handy seiner Wahl reinpacken. Aber jetzt passen Sie mal auf. Klack, zack. Und schon ist die Verbindung da. Mhm. Oder ich nehme die Verbindung ganz einfach wieder raus. Nochmal, zack. Ja, also magnetisch. Oder eben wieder raus. Ja, das, so einfach funktioniert das. Und guck mal, du hast jetzt hier ein Micro-USB. Nee, das ist Lightning, das ist ein iPhone. Du hast Lightning, das ist ein iPhone, okay. Das andere sind die Micro-USB und USB-C. Und also ganz egal, was für ein Handy Sie haben. Und sogar wenn Sie in der Familie 3 verschiedene haben, kann ja jeder das Kabel nutzen. Ja, den richtig. Adapter lässt man drinstecken. Richtig. Ja. Also ich finde es unglaublich praktisch jetzt hier. Und wie oft habe ich mir schon mein Handy vom Schrank gerissen, vom Tisch gerissen und so weiter, weil es eben ganz einfach auf der einen Seite mit der Steckdose und auf der anderen Seite mit dem Kabel im Stecker selber verbunden war. Dann passiert sowas schon mal. Wenn Sie hier mal dagegen kommen oder was, dann geht von mir erst der Magnet los. Aber das Handy bleibt in der Regel da, wo es hingehört. Und ich finde es unglaublich praktisch. Wie viele haben Schwierigkeiten, gerade vielleicht, wenn man die Brille nicht unbedingt auf hat. Ja. Ich hab mein niegelneues iPhone 12 Pro so geschrottet, eine Woche nachdem ich es bekommen habe. Übers Kabel gestolpert und... Ich hab das im Bad neben meinem Waschbecken aufgehängt und bin dann irgendwie... Weiß ich nicht, das Handtuch ist mir runtergefallen aufs Kabel und hat dann das Handy runtergerissen und das Nigelnagel-iPhone war kaputt. Bruchversicherung gehabt? Ja. Zum Glück. Aber das greift ja nicht eine Woche, nachdem man es bekommen hat. Ja, es ist richtig ärgerlich. Das ist echt ätzend. Aber das kann mit dem nicht mehr passieren, egal welches Handy Sie haben. Der richtige Anschluss magnetisch ist dabei. Die Bestellnummer ist die HZ2775 und die 569. Und was wir jetzt so am Rande noch erwähnen sollten, ist auch die Qualität des Kabels. Das ist Textilummantel. Ja, ist richtig. Das ist haltbar. Ja. Wir kennen diese Plastikkabel und ich glaube, wir alle hatten schon mal so ein Kabel, das kaputt gegangen ist. Diese Textilummantelungen sind wesentlich haltbar.
haltbarer. Also auch da wird man auch viel, viel länger Freude dran haben. Klasse. Schöner Artikel für 10 Euro, ja. Absolut empfehlenswert. Zum Schutz seines geliebten Handys. Oh, jetzt haben wir wieder einen Preisalarm. Das heißt, hier ist ein Artikel, der eigentlich viel hochpreisiger Dankeschön. Ist. Und deshalb bekommen Sie ihn für 10 Euro, aber maximal ein Stück pro Besteller, egal was Merve jetzt auspackt. Das kann nicht sein. Da bin ich gleich mal gespannt, was das auf pearl.de kostet. Ich meine nämlich, dass wir dieses Set schon einige Male auch in den regulären Heim- und Handwerkersendungen als Artikel hatten, aber garantiert nicht für 10 Euro. Das ist ein 50-teiliges, ich wiederhole das, ein 50-teiliges Schraubendreher- und Bitset zum Hinstellen in dieser praktischen Anordnung oder eben auch zum Aufhängen. Und das bedeutet Ordnung in jedem Heim- und Handwerkerhaushalt, egal ob Hobby-Handwerker oder Profi. Und wir können gleich mal zu pearl.de schauen, was es da kosten soll. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, das war auch so meine Preisempfehlung, wobei ich die 20 Euro schon fast hinterhergeschmissen habe. Ja, das ist schon Bestseller aus dem aktuellen Programm. Und weil Merve jetzt gerade gesagt hat, da lacht das Männerherz. Also meins auch gerade, muss ich sagen. Eben auch die Damen können ja selber mal eine Schraube. Ja. Gerade wenn man alleine ist, ich glaube, so ein Schräubchen drehen ist kein Problem. Übrigens, das ist auch noch Spezialwerkzeug. Erstens mal dieses Feinmechanikerwerkzeug, das wir hier haben, braucht man heutzutage. Ich hatte erst heute wieder ein Batteriefach zu öffnen. Ultra kleiner Kreuzschlitz hätte ich ohne sowas nicht hingekriegt. Und auf eins möchte ich noch hinweisen, weil das sehr spezifisch ist, aber sehr hilfreich sein kann, weil hier unten haben wir einen Magnetisierer bzw. Entmagnetisierer. Es gibt Momente, da möchtest du, dass einfach ein Schraubendreher magnetisch ist. Da gehst du hier über den Magnetisierer. Ja? Und du kannst ihn aber auch wieder entmagnetisieren. Das ist gerade in der Elektronik wichtig, dass du nicht irgendwas durch Magnetismus kaputt machst. Also auch das ist integriert. Ja. Und sowas jetzt für 10 Euro ist der Wahnsinn. Also ich glaube, die Bit-Elemente kann man sogar rausnehmen, oder? Die kannst du rausklappen und dementsprechend dann einzeln rausnehmen. Also hier ist wirklich alles dabei und ich glaube, jede Schraube, die geschraubt werden sollte, auch durch die Bits, ist dabei. Diana, für deinen Umzug, perfekt, ja, da kann ich nichts überraschen. Ja. Super, weil normalerweise, das kostet viel, viel Geld. Jetzt, also normalerweise das kriege ich sofort. So ein Fünfer-Set-Schraubendreher alleine schon, ja, da bist du schon locker bei 10, 15 Euro mitunter im Baumarkt. Der Ingo aus Ludwigsburg schreibt uns dazu, kann ich nur ans Herz legen, man hat das Werkzeug immer aufgeräumt und griffbereit, ist alles drin, was man braucht und vor allem sehr gutes Material. Preis ist in Ordnung und er hat noch zum regulären Preis gekauft, aber auch für die 20 Euro bei pearl.de finde ich das schon Wahnsinn. Für 10 Euro natürlich fast geschenkt, muss man sagen. Und der Bernie aus Rede ergänzt, alles griffbereit und geordnet an der Wand, liegt nichts mehr durcheinander. Und ich glaube, gerade im Heim- und Handwerken, egal auf welchem Niveau, ist es wichtig, dass man sein Werkzeug immer schnell und präzise griffbereit hat. Die NX3967 würde die 569 nicht vergessen für unseren Preisalarm in der aktuellen 10 Euro Überraschung. Schon. Also, das nenne ich mal ein Schnäppchen. Ja, aber denken Sie daran, Preisalarm maximal ein Stück pro Besteller. Aber weiter geht's, wir sind noch lange nicht am Ende unserer Schnäppchenjagd. Hier kommt das nächste Produkt und Sie denken dran, die 10 Euro Überraschungsshow gibt es jeden Tag um 19 Uhr. Eine halbe Stunde Schnäppchenjagd und natürlich vorher um 17 Uhr täglich die 5 Euro Überraschungsshow. Das ist echt schwer. Boah, jetzt ist hier was rübergewuchtet. Ich dachte, sie will mich veralbern hier. Oh, das ist ein Türstopper, oder? Ja! Ja, die müssen schwer sein. Damit können wir mal werfen. Das ist klar. Achtung. Oh, jetzt ist es echt schwer. Was ich jetzt interessant finde, also ich habe jetzt gerade überlegt, ist das ein guter Preis, ein Türstopper aus Edelstahl, richtig schwer, für 10 Euro. Das wäre ein guter Preis, aber wir haben ein Dreier-Set. Es sind also wirklich gleich drei dieser Türstopper, Anti-Rutsch, dann gummiert, damit auch Türen oder Fenster nicht kaputt gehen. Und die kann man eben damit Türen stoppen, da sagt der Name schon. Ich habe so ein Fenster zu Hause in der Küche. Wenn ich das aufmachen will zum Lüften, das bleibt nicht von allein offen. Ja. Und da stelle ich auch immer irgendwas rein, was schwer ist. Aber so ein Türstopper ist da natürlich optimal. Trizeps, ne? Ich habe gelegentlich schon mal, wenn mir ein Fenster oder eine Tür zufällt, dann stoppe ich mein Handtuch rein. So ins Schulter. In die Kante rein. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Das ist einer oder ist das ein Zweier-Set? Es ist ein Dreier-Set. Dreier-Set. Du veralberst ein Dreier-Set für 10 Euro. Wow. Und hier steht von Edna aus Wien, die drei Stopper zeichnen sich durch Verarbeitung und Gewicht aus. Also die Damen, hast du gleich gesehen, die machen es als Hantel, ja, als Gewicht. Aber natürlich der ursprüngliche Sinn ist Türstopper. Wie schwer, kannst du noch mal sagen? Ich habe gerade geschaut, es steht nicht drin. Gib mir mal eins in die Hand, ich schätze mal. Also das hat mindestens drei. Also das hat mindestens, wenn nicht mehr.
3, glaube ich. Ja? Ich kann es ja nicht genau sagen. Es steht hier auch nirgends, aber das hat eine Anstellungsgewicht. Ja. Also das kriegt auch der Wind nicht weggepustet. Also ich schätze so 1,52 Kilo. Ja, bestimmt. Würde ich schätzen, oder? Ja, ungefähr. 2, glaube ich. Also sehr massiv. Sieht gut aus, finde ich. Ja, mit diesen Gummiringen drumherum ist das auch alles geschützt. Ja, kann man also auch hier runternehmen, wenn man das möchte. Ich mag diese Optik sowieso. Rutschfest finde ich auch mal ganz wichtig, dass sie gerade auf dem Fliesenboden, Laminatboden, Parkettboden, dass das nicht wegrutscht. Bringt ja auch nichts, wenn ein Stopper von der Tür weggeschoben wird. Ja? Es wäre echt schade, wenn du wenn du deine Tür dann stoppen lässt, aber deine Tür kaputt ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Macht auch keinen Sinn. Ne? Genau. Also hier ist ein Dreier-Set für 10 Euro, egal ob Fenster oder Türen, alles ist geschützt. Der Boden wird auch geschützt, überall ist es geschont hier. Und die Bestellnummer für das Dreier-Set ist die NX8104 und die 569. Ich glaube, sowas kann man immer gebrauchen. Ich habe wirklich mal schon immer solche Türstopper holen wollen, aber entweder ich denke nicht dran oder sie sind dann irgendwo, wo ich sie sehe, zu teuer. Das hier ist jetzt ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das lasse ich mir gefallen. Sensationell. Ich habe einen zu Hause, etwas dickeren, einen. Da habe ich, glaube ich, etwas um die 25 Euro für bezahlt. Da sehen Sie mal. Für einen. Haben wieder alles richtig gemacht. 10. Und eingeschaltet zur 10 Euro Überraschungsshow. Wir machen weiter. Cool. Sehr gerne sogar. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Und Sie merken, wir huschen auch jetzt wieder von einer Produktgruppe in die nächste. Da ist für jeden Geschmack und erst recht für jeden Geldbeutel das Passende mit dabei. Das ist jetzt für euch zwei. Das ist ganz, ganz klar. Das sieht kuschelig aus, was du da in der Hand hast. Ja, das ist eine Wärmflasche. Das ist eine Wärmflasche? Ja. Das ist wirklich eine Wärmflasche und zwar eine ganz außergewöhnliche. Tatsächlich, eine Nackenwärmflasche. Siehst du, richtig. Nicht nur für Nacken, für Bauch, für Rücken auch kann sein. Hast möchtest du auch? Ja, gerne sogar. Wichtig ist diese Schlauchform. Das ist wirklich außergewöhnlich. Du kannst so schlafen. Weil normalerweise kennt man eben Wärmflaschen, die sind viereckig oder ich was weiß ich. Ich schlafe so immer. Mit Kissen für Mutter und Baby. So, und jetzt einfach heißes Wasser rein, fertig. Ja, sollte man vorher machen, oder? Sollte man vorher machen, ja. Aber wir möchten wir möchten einfach das Prinzip zeigen. Auch ein Tipp für Frauen. Wir haben auch manchmal besondere Schmerzen. Schmerzen, ja, und Tage, ja. Und das hilft sehr. Und guck mal, ich glaube, das auch sieht super stylisch aus. Schwarz, lang und sehr, sehr bequem. Ich habe die einmal gesehen. Und was mich beeindruckt hat, war nicht nur die Funktionalität, das sehen wir, sondern, Carsten, innen ist Naturkautschuk. Das ist auch ganz wichtig. Diese Wärmflasche ist aus Naturkautschuk, hat einen sehr schonenden, abnehmbaren Bezug. Lass mich gucken. Und das merkst du auch gleich. So. Die sieht nicht so dolle aus, mit Bezug ist schöner, aber ja man merkt flexibel. Das auch. Ja, also das ist eine gute Qualität, eine sehr gute Qualität sogar. Sieht ja so aus wie eine normale Wärmflasche, aber in so einer langen Variante habe ich sowas auch noch nicht gesehen. Mhm. Das ist ja wirklich mal so für den, um so verlegen, so in den Nacken rein. Ja, warum nicht? Rücken, unterer Rücken, wenn du mal. Also, ich hätte keine Chance. 10 Minuten. Kannst du ja auch um die Füße Kann oder die schlafen. Hände binden, wo du möchtest. Ja, das ist großartig hier. Da haben wir eine separate Tasche noch dran. Was könnte man reintun? Was, ein Schwarzbrot? Smartphone. Ein Smartphone, ach so. Ich habe Schwarzbrot verstanden. Ja, das ist nicht schwach gerade mit uns, was man in die, mit die Tasche halten kann. Ja, du, aber da kannst du auch die Hände reinstecken, noch, dann wird es noch wärmer. Ja. Guck mal hier. Ich finde das der Wahnsinn. Also eine lange Nackenwärmflasche mit Schwarzbrothalterung, das ist großartig. Ja. Nee, das ist also wirklich ein Hammerartikel. Großartig, habe ich so noch nie gesehen. Ein Stück Schokolade, ja. Klassische Wärmflasche in einer ungewohnten Form, schreibt uns die Heidrun. Nicht nur gut für den Nacken, sondern ob der Länge auch zum umfangreichen Vorheizen eines Bettes hervorragend geeignet. Ja. Also man sieht, die Einsatzbereiche sind also durchaus mannigfaltig. Hier, großartig. Liebe Grüße nach Varell. Ja, schön, sehr schön. NX4887 übrigens und die 569. NX4887 und die 569 für unsere lange Wärmflasche. Du bist wieder langsam. Ich will das nächste Produkt. Komm, mach hinne. Oh, das ist wieder. So tolle Produkte. Heute übrigens, die Lampe, die auch ich möchte, ist schon stark nachgefragt. Dieses Flackern ist phänomenal. Bitte lassen Sie mir eine übrig. Ja? So jetzt machen wir weiter mit. So, was haben wir hier? Oh, das ist auch schön. Was in der 10-Euro-Show, das ist überraschend. Ja. Das ist wirklich überraschend, auch diesen... Ich sag mal, Steckdosenwürfel haben wir schon das ein oder andere Mal in den Computersendungen gezeigt, weil er gerade natürlich im PC-Bereich am Schreibtisch seine Stärken hat. In der Küche sehe ich ihn ehrlich gesagt auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da wollte ich mir auch noch mal einen bestellen, fällt mir gerade ein. Also 4,
Steckdosen und zwei USB-Ports. Richtig, ja. Und das Wichtige ist das Platzsparende. Wir kennen alle vierfach Steckdosenleisten. Guck mal, dann hast du so einen halben Tisch voll. Zack. Also hier Platzsparen in die Ecke angebracht oder sogar, wie uns Roman schreibt, ich finde diesen Steckdosenwürfel sehr praktisch, weil man ihn zum Beispiel auch an der Unterseite einer Tischplatte befestigen kann, was wir auch getan haben. Und Karin schreibt, eine innovative Lösung, ideal für Reisen und Urlaub. Und der Gregor noch, nimmt weniger Platz auf dem Schreibtisch als zum Beispiel eine Dreier-Steckdosenleiste. Praktisch sind dabei die beiden USB-Ports, wo man zusätzlich zum Beispiel das Smartphone oder andere Geräte laden kann. Passt auch gut zum Beispiel ins Gepäck und es zum Beispiel beim Kunden nutzen zu können, wo häufig Mangel an Steckdosen herrscht. Aber das mit dem Platzsparen, das sehen wir schon auf den ersten Blick, oder? Ja, erstens das Platzsparen und auch die Wandhalterung. Also ich würde jetzt mal sagen, dass es eine Wandhalterung ist. Richtig, das ist eine Wand- oder Tischhalterung. Genau, das kann ich dann einfach, wie ich lustig bin, da reinstecken oder eben nicht. Richtig, und zwei USB-Ports. Und wenn ich bedenke, allein für USB-Netzteile zahlst du ja für eins, unser günstigstes kostet 5,69 Euro. Das wären dann auch schon wieder 12 Euro. Die sind hier einfach mit dabei und das Ganze jetzt für 10 Euro in der 10-Euro-Überraschungsshow. Ich finde, eine kompakte, gute Lösung. Ja. Ich finde, der sieht fantastisch aus. Also diese Mehrfachsteckdosen, gut, die muss man nicht erklären, die hat jeder wahrscheinlich mehrfach sogar zu Hause. Aber das ist ja mal eine schöne Variante. Du kennst bei mir in der Küche, gleich neben dem Regalsystem hängt auch so eine lange, aus lauter Verzweiflung, wenn da keine Steckdose ist, hat die meine Vormieterin mal dahin gedübelt. Ja, also da wäre hier so eine Variante definitiv deutlich, deutlich schöner und stilvoller als das, was man da mal normalerweise hat. Und die Bestellnummer ist die ZX1724 und die 569, da sehen wir ein paar Beispiele. Du, ich könnte mir das auch gut in der Küche vorstellen, weil so eine Steckdosenleiste ist auch immer im Weg in der Küche. Natürlich, ja. Und so ein Würfel braucht halt wesentlich weniger Platz, eigentlich ein Viertel des Gerade Platzes. Mit dieser Halterung finde ich das so praktisch. Kommst von allen Seiten dran, kannst überall alles reinpacken, also für 10 Euro, Wahnsinn. Ja, so. Tschakka. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Bis jetzt bin ich durch die Bank weg zufrieden mit der Produktauswahl. Ja, das ist großartig. Freuen sich auch schon. Ja. Wir haben nämlich gerade gespickt. Ja. Was haben wir denn, Merle? Wir haben etwas sehr Nützliches wieder für den Kühlschrank. Für den Kühlschrank? Für die frische Aufbewahrung. Drei Frikadellen. Ich liebe sie. Und eine Tube Senf. Senf haben wir hier. Oh, als Zweierset, das ist gut. Frischhaltedosen. Für Wurst- und Käseaufschnitt. Wurstchen. Wenn man jetzt die Form so sieht, denkt man im ersten Moment, wieso ist das eine Dose? Das ist ein Tablett, aber keine Dose. Wenn man möchte, kann man eine daraus machen, weil gerade dieser obere Teil ist durchaus flexibel. Aber ich finde ihn gerade so schön flach, gerade für Aufschnitt beispielsweise. Der sich ja gerne mal nach 2-3 Tagen, wenn man nicht gleich die komplette Packung isst oder wenn man beim Metzger was eingekauft hat, ja dann doch dann irgendwann also dann ein bisschen austrocknet und einfach nicht mehr schön aussieht. Damit halte ich es länger frisch. Ja, und vor allem, also wir kaufen ja alle, also egal ob beim Discounter oder beim Metzger, wenn du Wurst kaufst, kriegst du die kompakt. Ja, auch geschnitten, aber kompakt. Und wenn dann, wenn du die auf den Tisch machst, servierst du die auf einer Schale oder auf einem Teller. Und das machst du jetzt hier drauf. Und dann muss man es aber nach dem Frühstück, das was übrig ist, nicht mehr zusammen machen, irgendwie einpacken, sondern dann machen wir einfach den Deckel drauf. Und jetzt sehen wir hier diese Folie, ja, die ist übrigens dehnbar. Und jetzt kannst du es so in den Kühlschrank machen. Es ist geschützt, es kriegt keine gelben Ränder oder braune Ränder. Ja. Es ist stapelbar, man kann die auch übereinander machen. Und das ist für alles, was man an Schnittgut hat, für Käse, für Lachs, würde ich sagen, für Wurst. Ja, einfach perfekt. Und das Zweier-Set für 10 Euro, das ist der Wahnsinn. Und schauen Sie, hier wieder ganz einfach so stapelbar. Ja. Und so kann ich auch Platz sparen, das eben unterbringen. Ich finde auch, das ist mir gerade eingefallen, Essen vorbereiten. Also sei es, du bist auf einer Party eingeladen, sagst, du bringst Tomate Mozzarella mit. Dann legst du dir deine Tomate Mozzarella rein, machst den Deckel drauf und du schützt es ja damit. Weil Der Deckel mit Tomate Mozzarella rennst du beim Ralf auch noch Türen in der Position. Ja, so ein kleiner Fan sozusagen. Ja. Aber du hast absolut recht und auch im Kühlschrank muss ich es nicht mehr umpacken oder ähnliches. Wenn ich es dann schützen will wieder oder frisch halten, einfach den Deckel wieder drauf. Das ist perfekt hier. Im Zweierset für 10 Euro. Wahnsinn. Auch mal Salatzutaten. Wenn du jetzt einen Salat machst und da bleibt da in der Regel mal eine halbe Zwiebel übrig. Oh, ja, oder mal so eine halbe Tomate oder wie auch immer. Ja, und du kannst hier locker diesen... Knoblauch, ja. Ja, lecker. Ja, warum nicht? So, und das Schöne ist, dieser Deckel, der kann sich eben auf eine Dicke von bis zu gut 4 cm ausdehnen. Das ist natürlich praktisch. Mit dem Klickverschluss also alles überhaupt kein Thema mehr. Von der Eignung her super. Und Bestellnummer ist die PV 9263 und die 569. PV 6293 und die 569. Wohlgemerkt das Zweier-Set
92, 63, was? Das war Merves Blick, der hat mich irritiert. Aber also, wichtig war das Zweier-Set. So. Also PV 92, 63 und die 569, das Zweier-Set. So, triffst du den Buzzer noch? Ja. Triffst du den Buzzer ja, noch? Ja, Moment. So. Carsten, möchtest du rüber sitzen zu Merve? Was? Ja. Was war das jetzt? Aber dann kriege ich, von Diana Ärger. So. Oh. Hoffentlich doch. Das ist jetzt wieder mal das Tolle. Was ist das denn, Ralf? Oh ja. Das ist echt cool. Da steht's. Wow. Da sehen wir's. Wow. So, jetzt pass auf. Mary, für dich, für Sport. Modernes. Das ist ja ein absolutes Input, oder? Rüber. Schau mal hier. Ich geb's dir mal. Ja, also da ist es, das ist ein Must-Have. Und das schon mittlerweile seit geraumer Zeit. Also diese kabelgebundenen Kopfhörer. Ja, und ich erinnere noch an Zeiten des Walkmans, habe ich vor kurzem noch einen Film gesehen, habe ich noch laut gelacht. Ja, diese Bügeldinger mit dem kleinen Stopfen da auf dem Ohr, also das war so unfassbar 90er. Da kamen irgendwann diese kabelgebundenen Kopfhörer, die mit Bluetooth, mit dem Handy verbunden werden worden sind, die noch ein Kabel von einem Ohr zum anderen hatten. Diese sind komplett kabellos. Einfach nur ein kleiner Ohrstecker, klein unscheinbar, aber doch mitunter relativ kostspielig. Ich habe vor kurzem ein Modell gesehen von einem amerikanischen Hersteller. Ich glaube, 260 Euro wollten die haben. Ja, und es geht auch noch teurer. Aber hier sind wir bei 10 Euro. Und du hast recht, es ist ein In-Ear-Stereo-Headset mit Bluetooth. Aber wichtig ist auch, diese Box ist gleichzeitig eine Ladebox. Also jedes Mal, wenn du die Kopfhörer aus dem Ohr nimmst und reinmachst, laden sie sich wieder auf. Und so kommst du zu einer Gesamtakkulaufzeit von 18 Stunden. Boah. Und hier Iris schreibt uns, sehr guter Klang und verbindet schnell tolle Kopfhörer. Preis ist spitze, da kann man nicht meckern. Und Iris hat mit Sicherheit den Normalpreis bezahlt. Da sehen sie auch, wie gut die halten. Freisprechfunktion ist auch drin. Hast du auch solche In-Ears in der Art? Ja, habe ich. Weißt du noch, was du bezahlt hast, Merve? Ich hätte für 180 Euro bezahlt. 180? Ja, und ich würde sogar sagen, dass die qualitativ schlechter sind, weil die einfach A, sind sie alt und B, sind sie einfach viel kleiner und haben nicht so dieses schöne Gummi, was sich auch an das Ohr anpasst. Weil Diana macht hier gerade Sport, wie wir sehen. Und sie halten. Und sie halten. Und sie halten. Und das für Diana wollen wir Liegestützwettbewerb machen. Ja, mach mal 30 Liegestütze bitte. Ja. Das kriegen wir hin, ja. Das kriegen wir hin. Nur 30 Stück, da kannst du aufhören. Die Bestellnummer sage ich Ihnen jetzt ganz schnell, weil jetzt wird es gleich rumgebracht. Oh. Die Damenliegestütze. Mach jetzt die Männer. Die ZX1850 und die 569. Ein In-Ear-Stereo-Headset mit Bluetooth, Ladebox. Sieht toll aus, Freisprecheinrichtung. Hat einen tollen Klang. Und das waren mit Sicherheit, ich glaube, es waren 31 sogar. Auch brauche ich Musik ein bisschen. Sieht fantastisch aus. Sieht fantastisch, steht dir unglaublich. Du, das hat alle Funktionen, die so teure auch haben. Auto-Connect, also einmal verbunden, verbinden sie sich immer wieder automatisch, sobald ich sie rausnehme. Natürlich hier die Freisprecheinrichtung. Willst du zu mir? Wirklich toll. Das ist und einen Strand sehr hier. Guten Klang, wie uns Iris willst schreibt. Du zu uns? Und ich sage nochmal die Bestellnummer, die ZX1850 und die 569. Und das war sie schon wieder. Wir sind am Ende unserer halben Stunde Schnäppchenjagd. Unsere 10 Euro Überraschungsshow. Fantastische Produkte, das kann man sagen. Zwei. Jetzt machen wir noch einen kleinen Liegestütze-Wettbewerb. Wir sagen Ihnen dann in der nächsten Sendung, wer von den beiden gewonnen hat. Drei. So, und Sie bleiben bitte bei uns, weil es geht hier gleich richtig spannend weiter. Nicht mehr mit dem Liegestütze-Wettbewerb. Den haben wir jetzt gleich mit tollen Produkten. Und denken Sie dran, die 10 Euro Überraschungsshow gibt es morgen wieder um 19 Uhr. Und diesen Tag auch um 17 Uhr die 10 Euro Überraschungsshow. So, wir zählen weiter.